Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Borderlands 3. Wir sind auf dem Weg, hier mal richtig aufzuräumen. Und zwar, wir sollen Killamong ausschalten. Das ist der süße Ex von der Moxie. Und ja, er startet ein Battle Royale und wir sollen gewinnen, um eine Nacht mit ihm zu bekommen. Das ist nämlich der Preis. Wunderschöner Preis. Wunderschöner Schuss. Gut. Ja, pow. Dann gehen wir mal ein Stockwerk runter. Weil da ist neben Feinden. Wenn du das hier hören kannst, ich brauche Hilfe. Diese KDK, ihre namens Tumorhead, hält mich gefangen. Sie will einen Gefangenenaustausch mit ihrer Freundin Blattschein rausschlagen. Denkt, ich wäre eine Atlas-Soldatin, was ich nicht bin. Wenn du mir hilfst, wird es sich für dich lohnen. Im Ernst. Geh in ihr Versteck. Es ist bei den U-Bahn-Tunneln. Hi. Uiuiui, was war das denn? Ich brauche eine... Hä? Wieso... Oh, das war ein bisschen schnell. Aber wahrscheinlich war es, weil es innerhalb von ein paar Sekunden war. Oh. Na gut. Zurück in den Kampf! Naja, eigentlich bin ich ja jetzt gestorben, ne? Also eigentlich bin ich ausgeschieden. Hm. Ups, Entschuldigung. Sneezy! So. Dann... Wo ist die Kleine? Da ist sie. Lass dir die Rakete schmecken! Na gut. Hallo! Noch voll. Und deswegen musste ich jetzt meinen Bär auspacken oder was. Das klingt auch sehr komisch. Na? Ich will seine Stats haben. Der ist in Ordnung. Der ist besser. Vor allen Dingen. Jeder, der darum kämpft, mit diesem Mann zu schlafen, ist eine Schande für die Gesellschaft. Ja, eigentlich schon. Dieser Claptrap ist einsam und mittellos gestorben. Ha! Ich mag ja erschütternd einsam sein, aber ich bin sowas von reich. Obwohl es gibt da ein paar Schuldeneintreiber, die du bei Zeiten töten musst. Oh, es hatte einen emotionalen Resonator der achten Generation. Jetzt kann meine Freundin Dinge fühlen, wie Sympathie, Mitleid und das erdrückende Gefühl, niemals gut genug sein zu können, wie alle anderen auch. Stimmt's? Wie komme ich... Ups. Wie komme ich da rüber? Ah. Entschuldigung, andere Seite, falsche Richtung. Mein Fehler. So. Ach, wer ist denn da? Ein Fanatiker. Och, ist das süß. Hinter uns. Was macht er da? Hä?
Du hast dich mit der Falschen angelegt. Officer gefallen. Officer am Boden. Ja, was war das? War nix. So. Dann sammeln wir noch ein paar Batterien. Ach ja. Was, wer was steckt? Wo ist der denn hin? So, jetzt ein bisschen rumsnipen. Snipe, snipe, snipe. Der nächste bitte. Der nächste bitte. Noch den da. Wo? Ah, der. Klatsch. Gut. Das ist der einzige? Nee, da kriegen wir noch eine. Geil. Unser neuer Teilnehmer hat eine Direktverbindung in mein Herz. Ein Applaus für Lena vom fernen Suchtplaneten Eden 6. Laut ihrer Anmeldung liebt sie es, Kammerdiebe zu zermalmen und Grogs zu zerquetschen. Was hast du? Naja. Dann mache ich dich zum Schluss. Kommt nach dem Sex noch Eis drehen. Erratet ihr Killer wollt's lieben.
hätte da einen Dschungel für Sie zum Bezwingen. Im Ernst, Leute, hat jemand meinen Rasierer gesehen? Was ist das denn für einer? Nur noch ein Sieg. Es überrascht mich nicht, dass Moxys Crew so schnell zum Höhepunkt kommt. Heiß wie eh und je. Stimmt nicht, ich habe ihm nur was vorgemacht. Seine Schaltkreise sind ein wenig zu kurz geraten, wenn du verstehst, was ich meine. Ich will es gar nicht wissen. So, wo ist der, da. Die alten Docks, mein Viertel. Was für ein Loch. Regis als Kissen, Regis als Abendessen. Es hieß mal, wer die Regis nicht ehrt, der bleibt unversehrt. Aber an den Docks habe ich Aslan de Vega getroffen. Der Bastard hat oft versucht, mich zu töten, aber eins steht fest. Hätte ich Aslan nicht getroffen, hätte ich mich nie Atlas angeschlossen. Und wenn das nicht passiert wäre, wäre ich wieder Kackefarmer auf Pandora geworden. Kackefarmer. Hi. Warte, jetzt muss ich irgendwie da hochkommen. Wie soll ich denn da... wahrscheinlich, warte. Hier ist eine Leiter, warte. Super. Das geht ja. Dann geht's da weiter. Schnauze, lass mir gar nichts so sagen. 200 ist gut. Hihi. Meine Oma sagte immer, dass ein Mann seine Schwäche hinter seinem Stolz verbirgt. Das hat mich auf eine Idee gebracht. Nur noch eine Batterie. Gut, nächste ist auf der anderen Seite der Map. Easy. So, ich bin mal gespannt, ob wir dann wirklich gegen ihn kämpfen müssen, was ich glaube, oder was ist das denn für ein kleines Ding? Hä? Also. Ah, hey. Schnuckel? Bin ich jetzt dein Schnuckel? Irindianisches Zeug zu jagen war gefährlich, also habe ich mich mit Aslan de Vega zusammengetan und wir wollten die Beute 50-50 teilen. Ich hatte ein Näschen dafür, diesen Alien-Scheiß zu finden und Aslan schwatzte den Leuten alle mögliche Gratis-Ausrüstung ab. Oder er klaute sie einfach. Am Ende war das mit Aslan eine wertvolle Lektion. Die Person, die dir den Rücken frei hält, ist meist auch die, die dir ein Messer reinrammt. Darum schnalle ich mir immer einen Berkuvianischen Schinken auf den Rücken. Der ist steinhart, hat mir schon oft den Arsch gerettet. Ein Schinken wird dich nie linken.
Schinken auf dem Rücken schnallen, okay. Na du? Hä? Ach, die Kugel fliegt so. Bleib liegen, Lusche. So langsam. Schnappt euch die Magd, dann können wir zusammen parken. Oh, was für ein Schwein. Ja, schon ein bisschen. Ah, da geht's rein. Hi. So. Nochmal. Oh, ho, ho. Leute, habt ihr das gesehen? Ballert drauf los, meine Wettkämpfer! Sieg und endlose Ekstase ist eure Belohnung! Moxys Crew jagt einen unserer Teilnehmer. Hier entwickelt sich gerade ein Deathmatch. Naja. Geh mal da weg. Ich will schauen, ob da jemand ist. Nee, ist niemand. Was macht er da? Kann ich da hoch? Kaltblütig, berechnend und ein Hauch von Batteriesäure. Moxys Crew ist nach meinem Geschmack. Da ist ja was. Geil. Aber nicht allzu gut. Aber der da. Das ist ziemlich dumm. Strengt euch doch wenigstens an. Was für eine Show! Moxys Crew weiß, einem Mann zu imponieren. Wer gewinnt, darf mir sein Om-Gesicht zeigen. Sein Om-Gesicht zeigen, ja. Okay, wer ist tot? Wer ist unter mir? Ah nee, das war der Typ, der die ganze Zeit um mich rumschwebt, glaube ich. Ah nee, oder? Mhm. Ja, wo bist du? Hinter mir. Da. So, und jetzt?
Die gekillt habe ich aber noch nicht, ne? Muss ich irgendwas aktivieren? Nee, eigentlich nicht. Die anderen kamen ja auch so. Also gut. Ich sammle mal alles ein. Ah, warte, da drüben ist. Level 14. Nice. Nächstes Level kommt er. Was ist das? Der Raketen. Zielsuchende Raketen. Halte gedrückt und. Das ist. Nicht so ungeil. Promethea hat sich seit Typhon de Lyons Zeit dort verändert. Auch wenn sich die Geschichte nicht gerade durch eine höfliche Entwicklung auszeichnet. Ach, naja, wen interessiert schon die Geschichte? Hier ist ein neues Waffendepot. Okay. Wo geht's hier hin? Oh. Money. 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 Und Money, 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 Money. Nee. Und Money. Ich hab schon 17.000. So viel Level 14 ist es nicht schlecht. So, ja, was soll ich denn hier machen, ne? Ich bin jetzt hier und warte auf. Ist die da drin? Nee, da ist die Tür offen. Ist die da drin? Nee, das ist außen. Ja, wo ist denn die? Vielleicht hakelt es ein bisschen. Sieht aus, als würde Moxys Crew gegen Sandy ohne C von Pandora antreten. Ah, ja. Ihr fehlen 13, aber sie kämpft immer noch wie eine Psychopathin. Uiuiui. Warte, ich will mal das mit den Raketen ausprobieren. Alter, ist das nice. So, jetzt halt. Wollte auch das da. Ja! Der Sieger steht fest! Komm in mein Schloss! Entzünden wir ein elektrisches Feuer! Besorg mir diese Batterien, Schätzchen, bevor du dich mit Killervolt anlegst. Ich muss einen Weg finden, Killervolts überladene Persönlichkeit gegen ihn einzusetzen. Überladene Persönlichkeit. Killervolt zu Tode zu schocken. Komm zu mir und ich erzähl dir, wie wir Killervolts Stecker ziehen. Ja, aber der ist doch hinter mir die ganze Zeit. Der wird es doch sehen. Soll ich ihn jetzt abhängen? Hey, verpiss dich. Hey.
Verpiss dich. Hey, hey! Der Bereich ist gesperrt! Wo willst du hin? Das ist das Liebesnest von Moxie und mir! Ich schwöre! Nur fürs Protokoll. Ich habe ihn nie in meine Bar gelassen. Er konnte meine Gelüste nicht befriedigen, also habe ich oft allein getrunken. Gib mir die Batterien, Zuckerschnute. Natürlich, Moxie. In meiner Freizeit bastle ich mir meine eigenen Toys. Das hier ist eine Modifikation. Ich habe sie mir im Schlafzimmer ausgedacht. Okay. Dieses kleine Gerät sollte Killerwolfs Verteidigung kurzschließen, wenn du ihm meine Marke überreichst. Das findet er sicher schockierend. Sag Killerwolf, das ist ein Zeichen meiner Zuneigung, kurz bevor du ihm ins Gesicht schießt. Und sonst wohin, wo er es verdient. Wenn du verstehst, was ich meine. Okay, ja. Schieß ihm in den Schwanz. Das meine ich. Danke. Sag mir Bescheid, wenn du fertig bist. Ich könnte dich ja die ganze Zeit anstarren, aber hast du nicht was zu erledigen? Ja. Wie kommst du mit dem Job zurecht? Gut. Arbeitest du noch an dieser kleinen Sache? Ja, okay. Gut, die kleine Sache werden wir dann nächstes Mal, uns zu Gemüte führen. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Bye.